Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr meinen Kanal Stempelhase gefunden habt. Ich bin Maren Schicht und möchte euch heute einen wunderbaren Adventskalender to go zeigen. Ihr kennt vielleicht schon meinen Adventskalender to go mit Lindkugeln und viele haben mich gefragt, ja, was hast du da für Kugeln genommen? Dieses Mal dachte ich, ich nehme Ferrero Küsschen, da gibt es keine Verwechslungsgefahr. Da gibt es zwar verschiedene Geschmacksrichtungen, aber die Größe von den Ferrero Küsschen ist ja immer gleich. Ich wäre ja gar nicht auf die Idee gekommen, die so zu mixen, aber mein Mann hatte sich unbedingt einen Adventskalender to go von mir gewünscht für seine Arbeitskollegen, ging einkaufen und kam mit ganz verschiedenen Sorten an und hat diese selbst befüllt. Und ich finde, das hat er einwandfrei gemacht. Es gibt hier weiße, blaue Sommerküsschen, dann Winterküsschen und ich habe euch mal die verschiedenen Sorten gezeigt. Und wem das jetzt nicht gefällt, der holt sich natürlich seine Lieblingssorte und setzt die in den Adventskalender to go herein. Die Adventskalender sollten unbedingt einfach sein, weil ich sollte 4 Stück basteln für seine Freunde, die alle natürlich Autos lieben. Und da hat sich das natürlich angeboten, ein Kartenset von Action zu nehmen. Da sind in dem Kartenset 5 Karten drin und ich habe wirklich nur das Kartenset genommen und dann eine Schachtel gebastelt. Und ich persönlich finde, dass der Adventskalender total genial einfach ist und bei den 5. Kalender habe ich euch einfach mitgenommen. Es gibt noch ganz viele Kartensets bei Action, also da gibt es Weihnachtsbäume mit Weihnachtsmann. Schaut da einfach mal vorbei, vielleicht nehmt ihr auch ein ganz anderes Kartenset. Also ihr braucht ja nur das Kartenformat und dann müsste das genauso gut funktionieren. Diesen Block von Action habe ich genommen. In dem Papierblock, da habe ich mal nachgeschaut, sind 3x10 dünne Papiere und 3x10 dickere Papiere. Warum 3x10? Weil ihr habt einmal braun drinne, schwarz und weiß. Und davon halt immer 10x Karton und dann so dünneres Papier. So, während ich geredet habe, habe ich mir natürlich schon den Boden zurechtgeschnitten. Da das für Männer sein soll, habe ich den Boden schwarz gemacht. Und dieser Boden hat das Maß 25,4 cm mal 18 cm. Für den Boden und den Deckel habe ich die dickeren Papiersorten genommen. Also, dass es auch wirklich hält, weil die Ferrero Küsschen haben schon ein gewisses Eigengewicht. Schaut darauf, wenn ihr das selber bastelt, dass ihr genau die Maße einhaltet, weil ansonsten könnte der Deckel klemmen oder zu lapprig sein. Und den Deckel habe ich mir in weiß zugeschnitten. Der hat das Endmaß 25,7 cm mal 18,3 cm. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Schneiden. Und zwar brauchen wir noch das Action-Kartenset. Schaut wie gesagt nochmal nach, also es gibt ganz verschiedene Kartensets, ich habe euch das jetzt hier nochmal umgedreht, damit ihr nachsehen könnt, was ich genutzt habe. Und da habt ihr 5 Karten drin und 5 Umschläge. Wem das Auto jetzt nicht gefällt, der kann natürlich auch ein anderes Kartenset nehmen oder einfach anderen Karten. Das Grundmaß von einer Karte ist ja grundsätzlich gleich und wenn es dann doch zu breit oder zu lang ist, dann kürzt euch das einfach. Ich kürze mir diese Karte jetzt auf die Höhe von 9,7 cm und die genaue Breite brauche ich. Ich schneide jetzt oben und unten ab. Das hat den Grund, weil da oben rechts seht ihr ja den Spruch Merry Christmas und den möchte ich natürlich nicht zu weit oben haben oder nicht zu weit unten. Darum kürze ich das oben und unten ein, so dass es mir gefällt und dann das Endmaß von 9,7 cm hat. Die Breite, wie gesagt, oder die Länge, die bleibt bestehen. Und wer jetzt noch seinen Boden verstärken will und noch einen schönen Spruch haben möchte, der kann natürlich noch die Rückseite von dem Kartenset nehmen. Und dann habt ihr gleich ein kleines Geschenk und die Zweige dort abgebildet. Wem das Happy New Year nicht gefällt, der klebt es einfach ab und macht irgendwelche persönlichen Zeilen rein. Ihr könnt natürlich genauso gut einfach das mit einem schwarzen Designerpapier einlegen oder grün, blau, rot, weiß. Also da fällt euch sicher viel ein. Dann bin ich bei Action gewesen und habe diesen Dekoschnee gesehen mit Glitzer. Konnte ich nicht Nein sagen und ich muss sagen, ich finde ihn sehr gut. Beim ersten Mal musste ich aufpassen, ich habe gedrückt und sofort flog die Tülle ab. Also probiere das erstmal aus auf ein Stück, wo das nicht gerade auf die Karte gehen könnte. Ich hatte Glück, es floppte daneben.
Bei den ersten Male habe ich das dann auch festgehalten, aber ich glaube, mittlerweile ist das so fest geworden, dass das gar nicht mehr rausfallen kann. Ja, und den Dekoschnee, den setze ich mir einfach schon dorthin, wo er eingezeichnet ist. Ihr habt auf der Karte ein wenig Glitzer schon drauf und so Folie. Es glitzert schon schön grundsätzlich. Also wer den Dekoschnee weglässt, das geht natürlich auch. Aber ich wollte es noch ein bisschen erhaben machen. Und ich setze den Schnee einfach unter die Schneekanten, die schon eingezeichnet sind. Das ist ziemlich einfach, da braucht man gar nicht großartig überlegen. Aber so wird das nochmal schön erhaben. Und ihr habt danach auch noch Glitzerpartikel mit dabei. Und zuerst setze ich den Schnee überall hin. Da steht zwar eine Trocknungszeit von 1 bis 2 Stunden, kann ich nicht bestätigen. Also ich würde sagen, eine Viertelstunde, dann ist das alles getrocknet. Wahrscheinlich kommt es auch auf die Masse drauf an, die da drauf gemacht wird. Also es trocknet relativ schnell. Nun ist der Schnee drauf. Er soll natürlich noch ein wenig funkeln und glitzern. Aus dem Grund mache ich das Flitterzeug drauf und schütte das dann ab, damit ich das dann wiederverwenden kann. Dazu habe ich mir ein A4-Blatt gefaltet. Und den überschüssigen Rest klopfe ich mir einfach ab und da fällt der Glitzerstaub einfach herein. Und ich durch den Knick das wieder zusammengesammelt und wieder in die Dose hereingetan. Ich finde diesen Schnee sogar noch besser als den von Stampin' Up. Den muss man ja noch erhitzen, damit er sich so aufplustert. Aber dieser Schnee, der hat einfach nur eine gewisse Trocknungszeit und der hält dann einfach wie Atze. Da dieser Adventskalender völlig ohne Stanzen funktioniert, falze ich mir jetzt die Seiten einmal bei 2 cm und bei 4 cm. Und diese Falzung nehme ich an allen Seiten vor, also 2 und 4 cm. Den Deckel falze ich mir an genau denselben Stellen bei 2 und 4 cm, einmal rundherum. Damit das Do-it-yourself ziemlich einfach wird, dachte ich mir, ich mache eine Faulenzerklebung und klebe viermal ein Klebeband auf, dann schneide ich alles und fertig ist die Adventskalenderbox. Ihr nehmt euch zuerst das Papier, schaut, wo ist Berg und wo ist Tal. Das Tal legt ihr einfach nach unten und den Berg nach oben. Dann klebt ihr euch das Klebeband wie folgt. Ihr nehmt die obere innere Falzlinie und zieht euch das Klebeband einmal drumherum, also die 4 cm, und ihr müsst auf alle Fälle das Klebeband oberhalb kleben. Das könnt ihr gleich gut sehen, wenn ich das schwarze Papier beklebe, und das müsst ihr viermal machen, dass sozusagen an jeden 4 cm Linie ein Klebeband klebt. Ich habe ein sehr starkes Klebeband genommen. Ihr könnt natürlich das Klebeband genauso gut abreißen, müsst ihr halt nur aufpassen, dass ihr dann nicht das Papier mit abreißt. Es ist mir manchmal passiert, aber das Gute ist, das wird nach innen geklappt und das sieht man dann überhaupt nicht mehr. Der Nachteil von der Faulenzerklebung ist, dass die Schere, wenn man das Klebeband schneidet, ein wenig verklebt. Aber die bekommt man ja auch ganz schnell wieder sauber. Das merkt ihr dann aber, dass ab und zu mal die Papierschnipsel an meiner Schere hängen bleiben. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie ich die Klebung gesetzt habe. Also das ist die Falzlinie, die liegt unterhalb von dem Klebeband. Nun falze ich alles mit meinem Falzbein nach. Wenn ihr kein Falzbein habt, dann nehmt einfach ein Lineal oder den Fingernagel, wie es euch beliebt. Ich mag das Falzbein und wer viel bastelt, nehme ich mal an, der hat auch ein Falzbein da. Das mache ich bei dem Deckel und bei dem Boden. Alle Falzungen noch einmal nachgehen. Dann kann man das nämlich auch viel besser schneiden. Man sieht, wo die Falzlinien lang gehen. Das Zurechtschneiden der Bastelidee ist ziemlich einfach. Es werden 3 Quadrate weggeschnitten und das 4. Quadrat wird eingekürzt. Wie meine ich das? Mit der Schere schneidet ihr rechts bei 4 cm bis zur zweiten Falzlinie ein, danach bei 2 cm bis zur zweiten Falzlinie. Nun werden die ersten 2 Quadrate bei 2 cm komplett abgeschnitten. Das 3. Quadrat kommt ebenfalls ab. Und das 4. Quadrat kürzen wir uns ein. Einmal oben und seitlich werden 2 Dreiecke geschnitten. Einmal rechts und einmal links. Damit der Deckel sich einwandfrei ohne Wulst kleben lässt, machen wir uns hier einen hauchdünnen Streifen ab. Da wird wie ein Keil eingeschnitten, aber wirklich nur bis zu der ersten Falzlinie.
Das machen wir links und rechts und nur wirklich hauchdünn. Bei den restlichen Seiten gehen wir genauso vor. Wir drehen uns das Papier einmal, so dass die nächste Ecke vor uns liegt, schneiden bei 4 cm bis zur zweiten Falzlinie heran und dann ebenfalls bei 2 cm bis zur zweiten Falzlinie. Die ersten zwei Quadrate entfernen wir uns, ein kleiner Keil wird eingeschnitten und das dritte Quadrat wird abgeschnitten und das vierte gekürzt. Rechts und links werden zwei Dreiecke eingeschnitten und denkt daran, einen hauchdünnen Keil noch zu schneiden an der ersten Falzung bei 2 cm. Und so gehen wir nach und nach alle vier Ecken durch. Wenn die zweite Ecke geschnitten ist, drehen wir uns das Ganze und schneiden die dritte Ecke. Die schneiden wir genauso wie die erste und die zweite. Wir entfernen die ersten drei Quadrate und kürzen uns das vierte Quadrat ein, rechts und links. Und die vierte Ecke wieder genauso. Die ersten zwei Quadrate werden abgeschnitten, das dritte ebenfalls und das vierte wird eingekürzt. Und was soll ich sagen? Der Deckel wird genauso wieder geschnitten. Die Quadrate werden abgeschnitten, die drei, das vierte wird eingekürzt, dann die Kanten hauchdünn anschneiden. Hier ebenfalls wieder die zweite Ecke, drei Quadrate weg, das vierte einkürzen. Und so haben wir schnell den Deckel und den Boden für die Ferrero Küsschen Verpackung geschnitten. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich verlinkt auf Instagram, damit ich mal eure Adventskalender sehen kann. Nun habt ihr gesehen, habe ich alle Ecken geschnitten, alles ist gleich geschnitten. Wenn ihr jetzt mal eine Ecke verkehrt schneidet, ist das auch kein Problem, dann klebt das halt an der anderen Seite fest. So, ich habe ja gesagt, es ist für Faule. Ich ziehe einmal das Klebeband ab. Wenn ich es langsam machen würde, würde das natürlich auch besser gehen. Und dann kann ich alles zusammenkleben. Es ist ein starkes Klebeband, also da geht auch wirklich nichts mehr auseinander. Man könnte das gut auch mit Leim machen, aber bei Leim kennt ihr vielleicht, dann bleiben solche Wellen und Dellen und das wollte ich vermeiden. Nun setzt euch den Adventskalender zusammen. Ihr nehmt euch den Boden, klappt die Klebelasche nach innen, bildet einen rechten Winkel, klappt die Klebelasche auf das Klebeband und klebt es euch fest. Also schön Kante an Kante kleben und die Klebelasche einfach festkleben. Das macht ihr an der zweiten Ecke genauso. Erstmal die Klebelasche ein wenig nach innen falten, danach festkleben. Ihr könnt das gleich nochmal besser sehen. Also Ecken zusammenkleben, dass ein rechter Winkel ist. Und dann die Klebelasche festkleben am Klebeband. Und bei der vierten Ecke genauso. Also ein Klebeband finde ich echt vom Vorteil. Und nun haben wir noch die Überstände und die werden einfach jetzt umgeknickt und nach innen gefaltet. Und wenn ihr jetzt ganz genau gefalten habt oder gefalzt habt, dann passt das haargenau. Und so ist die Box ziemlich stabil. Damit das wirklich gut hält, gehe ich noch einmal mit dem Falzbein wirklich in die Ecken, falze das wirklich nach, damit kein Wulst drin ist und dass das gut auf und zu geschlossen werden kann. Nun wäre der Zeitpunkt gekommen, wenn ihr einen Gruß einsetzen wollt, dass ihr zum Beispiel von der Karte die Unterseite nehmt und ein Happy New Year hereinklebt oder einen anderen Spruch. Wenn euch das Happy New Year nicht gefällt, dann könntet ihr das ja wie gesagt abkleben. Oder ihr verstärkt das zum Beispiel mit einem schwarzen Papier. Mir reicht das so, wie das ist. Ich klebe weder das Happy New Year noch ein, noch klebe ich da eine Verstärkung ein. Ich finde, das reicht. Dann der Deckel wird genauso wieder das Klebeband abgemacht und die Kanten werden wieder so geklebt, dass ein rechter Winkel entsteht. Ich habe bewusst den Deckel und den Boden gleich gehalten, damit die Anleitung des Tutorials sehr einfach ist. Also wieder bei der ersten Ecke einen rechten Winkel bilden, Klebelasche wieder umfalten und festkleben. Bei der zweiten Ecke gehen wir wieder genauso vor, Klebelasche umknicken. Ich sehe gerade, hier ist noch ein Überstand, den schneide ich mir natürlich ab,
Da habe ich nicht ganz genau geschnitten. Das kann man ja schnell beheben. Das wird hauchfein abgeschnitten. Und wieder rechten Winkel bilden, Klebelasche festdrücken, zur nächsten Ecke übergehen, rechten Winkel bilden, Klebelasche festdrücken und wieder rechten Winkel bilden und Klebelasche festklicken. Die Deckelwand wird verstärkt, indem wir uns jetzt die erste Falzlinie umfalten nach innen und uns festkleben. Nun gehe ich noch einmal mit den Falzbeinen überall drüber weg, damit es wirklich schön plan anliegt. Und damit sich der Deckel und der Boden schön schließen lässt, wie ich das schon gesagt habe. Wer in seinem Weihnachtskalender eine Griffmulde haben möchte, der zeichnet sich jetzt an der langen Seite bei 9 cm einen Punkt ein, damit er die Mitte sich markiert und mit einer Handstanze eine Griffmulde stanzen kann. Dazu nehme ich einfach ein Lineal, markiere mir die Mitte bei ungefähr 9 cm. Das muss nicht ganz genau sein, denn wenn wir uns dann die Griffmulde stanzen, kann man das sowieso nicht komplett ausmitteln. Nehmt bei den Handstanzen, was ihr habt. Also es ist egal, ob ihr eine Kreisstanze benutzt, die 1 Zoll ist, 1,5 Zoll oder 1,3 Zoll. Wenn ihr gar keine Handstanze habt, dann lasst das Ganze weg und schließt den Deckel einfach ohne die Griffmulde. Der Deckel lässt sich so super schließen und öffnen, dass man das nicht unbedingt benötigt. Durch das Stanzen hat sich der Deckel ein wenig nach außen gewölbt. Nehmt jetzt einfach eure Hände und klappt das nach innen und der Deckel ist wieder schön plan und gerade. Der Aufleger wird jetzt gestaltet. Meine Kamera gibt gleich den Geist auf, also nicht die Kamera, sondern die Speicherkarte. Also wundert euch da nicht, dass das ein Stückchen fehlt. Aber ich denke, das sollte für euch kein Problem sein. Ich schneide einfach einen kleinen schwarzen Rand. Diesmal benutze ich das dünnere schwarze Papier und ich klappe mir die Kanten von dem Klebeband ein wenig nach außen, sodass ich die Mattung, den Aufleger, ziemlich gerade aufkleben kann. So kann ich mir das alles noch justieren. Und am Ende bleibt nur ein kleiner schwarzer Rand stehen. Der Rand ist vielleicht so ungefähr 1 bis 2 mm groß. Mein Adventskalender soll ja für einen Mann sein. Wenn ihr jetzt für eine Frau basteln wollt, dann wäre das eine gute Gelegenheit, zum Beispiel die Mattung in Rosa passend zu dem Auto zu machen. Oder für einen Jungen in Grün passend zu dem Tannenbaum. Wenn es jetzt zum Beispiel für ein Mädchen sein sollte, dann wäre das jetzt der Augenblick, wo man zum Beispiel ein großer farbenes Glitzerpapier unterlegen könnte, was hervorragend zu dem Merry Christmas passt. Oder wenn es zum Beispiel für den Kollegen sein soll, den man jeden Morgen am Arbeitstisch sieht, dann könnte man das zum Beispiel auch in Blau unterlegen. Ich denke, da fällt euch gewiss was ein. Da ich es mag, dass die Farben sich irgendwo immer wiederholen, nehme ich mir das schwarz-weiße Karoband von Stampin' Up und schneide mir eine Bandlänge von ungefähr 24 cm. Das Band hat die Breite von 6,4 mm, damit ihr ungefähr wisst, welches Geschenkband ihr nehmen könnt, was für eine Größe das hat. Das sieht man ja auf dem Video nicht so. Und dieses Band klebe ich mir hinten auf die Mattung fest. Ich möchte das gerne gerade haben und das macht sich von vorne schlecht, wenn man da nicht zu viel Spielraum hat mit dem Klebeband. Darum setze ich mir jetzt Klebestreifen. Drehe mir das Ganze um, schaue dann, dass das Band gerade ist, dass wie das Auto so ungefähr so lang fährt, dass es über dem Schnee liegt und unter dem Auto. Das Auto ist erhaben durch Dimensionals, die schon auf der Karte vorhanden sind. Das Karoband wird nun durch das Klebeband befestigt und weil das Klebeband sehr gut hält, setze ich mir jetzt die Schutzfolie wieder auf, damit ich ganz in Ruhe meine Schleife machen kann. Ich muss gestehen, bei der Schleife habe ich jetzt nicht ausgemessen, wie viel ich da brauchte. Aber ich denke mal, Pi mal Daumen, werdet ihr vielleicht 5 cm brauchen. Macht euch einfach die Schleife und schneidet das dann einfach ab. Ich zuppel mir die zurecht. Die Bandenden werden abgeschrägt. Und gleich ist unser Adventskalender, Weihnachtskalender oder Geschenk fertig. Ich finde, das ist eine hübsche Präsentidee. Ich hoffe, dass ihr genauso begeistert seid wie ich. Ich werde auf alle Fälle nochmal mit Weihnachten und dem Mistelzweig einen Adventskalender to go basteln. Ich hoffe, dass mein Mikro mitspielt, weil ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich das Video besprochen habe.
Also wenn es mal kratzt, seht es mir nach. Ich habe das Video gefühlt 100 Mal besprochen und immer wieder neu besprochen, weil wenn man aufnimmt, dann hört man das natürlich nicht, wenn das kratzt. Also mir sei hoffentlich verziehen, wenn es einmal Tonstörungen gibt, es mal leiser oder lauter wird, das bekommt man dann einfach nicht mit. Ich schaue, dass ich die Mattung so ungefähr gerade klebe. Das macht sich gut, wenn ihr das Klebeband umklappt, also die Schutzfolie umklappt und dann das ausjustiert und danach die Schutzfolie abzieht. Nun ist die Schachtel fertig. Wow, wir haben es geschafft. Der Adventskalender muss natürlich noch befüllt werden mit 24 Ferrero Küsschen. Vielleicht kann man ja auch nur eine Schokolade hereinstecken. Ich möchte euch allerdings zeigen, dass die Deckel und die Schachteln identisch sind. Also man kann beherzt eine Schachtel mit der anderen vertauschen. Das mache ich jetzt gleich mal, weil ich möchte euch das natürlich nicht antun, jetzt nochmal 24 Ferrero Küsschen hereinzulegen. Und so nehme ich einfach den Deckel und setze ihn von einer alten Schachtel auf die neue Schachtel. Und wie ihr sehen könnt, es passt. Wenn euch der Adventskalender to go gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und ich sehe schon, dass ihr ganz fleißig beim Adventskalender basteln seid. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und sage Tschüss, eure Maren von Stempelhase.